Sei gegrüßt. So, wir sind wieder soweit und haben wieder unsere Lebensexpertenrunde. Und in dem heutigen Zusammentreffen haben wir ein besonderes Thema, was wir bis jetzt so eigentlich in unseren Gesprächen noch nicht angefasst haben. Und dafür habe ich extra jetzt Gäste eingeladen für diese Lebensexpertenrunde, um dieses Thema jetzt also zu beleuchten und damit du jetzt aus diesem Thema etwas bekommst, was, wie gesagt, also auch, werde ich auch einfach behaupten, in der Literatur, selbst wenn du weißt und danach suchst, also kaum zu finden ist. Ja? Hier geht es also um unsere Urquellen. Also Urquelle, also die Urquelle, die in dir drin ist, ja, so die Urquelle deines Seins. Nur, es gibt einmal die Lebensquelle und dann bist du ja in diese Welt hineingekommen an einem bestimmten Körper. Also entweder hast du einen männlichen Körper oder du hast einen weiblichen Körper. Und dieser Körper, also gemäß seiner Anatomie und gemäß seiner Elektrizität, hat seine Hauptenergiequelle, aus der heraus er jetzt das optimale Elektrizität, Energiepotenzial entfalten kann. Und so haben wir also zum Glück, also die Menschen, die Menschen begegnet und bin diesen Menschen gefolgt, die jetzt dieses Know-how drauf haben und gezeigt haben, wie man diese Quelle erschließt, wie man diese Quelle in sich findet und wie man diese Quelle dann erschließt und die im Alltagsleben nutzt. Und das ist jetzt halt wirklich ein Highlight dessen, was wir jetzt halt auch bieten können. Und aus diesem Blickwinkel, also habe ich jetzt halt hier zu meinen Rechten, also die Marina, die jetzt bereits schon seit bald halbem Jahr also in diese Quelle gekommen ist, also und diese Quelle angeschlossen hat. Und mir gegenüber Stefan, ja, der jetzt also auch schon ein bekanntes Gesicht also bei uns ist, ja, so, ne, und meine Wenigkeit, also die ja, jetzt hier das Ganze initiiert. Also das heißt, wir werden jetzt aus dieser, also unserer Lebensexpertenrunde, also dieses Thema beleuchten, was es diese Quelle ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Gespräch genügt, also um das jetzt zu öffnen, werden wir einfach schauen. So, sei einfach dabei, weil, wie gesagt, du bekommst jetzt hier Einblicke, aber nicht nur Einblicke, auch Verständnis für vielleicht viele Dinge in deinem Leben, die jetzt sich also klarstellen würden, also warum, wieso, weshalb es hier entweder flutscht oder umgekehrt nicht flutscht, ja, und nicht funktioniert, ja. Und wir werden jetzt einfach die Frau oder die weibliche Seite befragen, wie es ist, also in ihrem Leben, seit sie jetzt diese weibliche Quelle erschlossen hat und diese weibliche Quelle nutzt, ja, und dort die Quelle, wenn sie anfängt, also diese Elektrizität fängt sich auszubreiten, sie hat eine Konfiguration, eine Form von einer Welle, also die breitet sich, das heißt, also dort im Prinzip pulsiert etwas, ja, und dieses Pulsieren, also wirkt sich aus, also wellenförmig nach außen entsteht jetzt ein gewisser Effekt, also nur wer es sehen kann, wie diese Felder sich verhalten, also sieht es dann, also wie diese Wellen dort jetzt ausgehen, ja, und dementsprechend nennen wir das die weibliche Welle. So, also und wie man dann in dieser weibliche Welle lebt und wie, was passiert dann also aus dieser Sicht. Also ich bin selber ganz neugierig, weil, wie gesagt, also das ist immer so ein bisschen wie durch einen Türschlitz in eine andere Welt hineinzuspicken, also ja, also als Mann kannst du ja diese Welle nicht nachempfinden, ja, also du kannst nur bloß genießen, dass wenn jetzt in deinem Umfeld die Weib ist, also die jetzt diese Welle jetzt ausbreitet, also das weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt in diesem Feld drin bin. Aber wie ist es jetzt aus der Sicht der Frau, wenn sie jetzt in dieser Welle lebt? Also das ist genau das, was wir jetzt rausfinden wollen. Und und du kannst natürlich jetzt auch mit dabei sein und kannst jetzt auch in diesen Spalt jetzt reinschauen, wie sieht es in dieser Welt denn wirklich aus. Sei einfach dabei, hör dir das, also dieses ganze, diesen ganzen Einblick also bis zum Schluss dabei und freue mich,
ja, auf unser Gespräch. So, hallo Marina. Hallo, ja. Victor. Hallo Stefan. Hallo. Ja. So, nun, und wie ich es jetzt gerade eben angekündigt habe, ja, so, die weibliche Quelle, also, ja, ja, und dann auch daraus resultierend die Welle. So, nun, ja, wie lebt sich halt damit? Entspannter. So, danke fürs Zuschauen. Also, jetzt weiß ich es, ja. Das ist jetzt, also, ja, entspannter. Ne? Also. Entspannter, ja, also harmonischer. Mhm. Angefangen hat es ja mit dem Beziehungsseminar, wo man dann Bewusstsein dafür bekommt, dass Mann und Frau halt unterschiedliche Systeme Bauarten doch unterschiedlich. Sind, ja, doch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Und ja, wenn man dieses Bewusstsein hat, dann geht man nicht mehr an den, als Frau an den Mann nicht mit diesen Erwartungen, irgendwie übertriebenen Erwartungen. Oder das Wichtigste, denke ich mir mal, ist, dass man die weibliche Erwartung nicht über den Mann stülpt. Das macht schon die Beziehung sehr viel entspannter. Und ja, und dann, wenn dann nochmal diese weibliche Welle dazu kommt, dass man dieses Gespür für sich, für die Frau, was das Weib als solches kriegt, ne, auf den Ursprung bezogen, das harmonisiert die ganze Familie. Das harmonisiert nicht nur die Beziehung zum Mann, das harmonisiert auch die Beziehung zu den Kindern. Mhm. Mhm. Das heißt, ist also dort verändert sich auch was. Natürlich. Ne? Ja. Also wir, ich denke mal, das größte Problem, womit wir in der heutigen Welt zu kämpfen haben, diese Programme, die wir haben, uns wird ja viel von außen ausstrukturiert, wie Frau sich zu verhalten hat. Und irgendwann man merkt man, es erzeugt nur viel Stress im Alltagleben. Ja. Dieser Stress, also nur vielleicht ein bisschen konkreter, also wie, ja, wie wirkt sich der Stress an? Außer, ja, also Spannungen, ne? Spannung. Also Spannungen, Auseinandersetzungen, mhm, Kämpfe. Wahrscheinlich auch in dir. Ne? In mir, mit in der Beziehung, mhm, mit Familienangehörigen, mhm, und so wirkt sich das. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ne? Das, mhm, ist ein, mhm. Und wenn man an seinen Ursprung zurückkommt und sich dessen bewusst wird, dass es auch Frau sein was Schönes ist, also wirklich Wunderschönes, und diese Aufgabe, die als Mutter vollkommen hinzugeben, auch ein sehr, sehr schöner, sehr schön ist, ne? Und das auch im Genuss dessen kommt, ne? Dann, ja, das ist eine Erfahrung, die... Also das, ich kann das gar nicht beschreiben. Ne? Das, ja, muss man das, einfach erfahren. Ich merke jetzt gerade, dass dir das die Wörter man, fehlen, ja. Ja, um das jetzt zu... Ja, das muss also, man erfahren. Ne? Ja. Mhm. Also das ist, ich hatte ja auch eine glückliche Lage, dass ich mir erlauben konnte, mit meinem Kind zu Hause zu bleiben. Das hatte ich vor, als ich dann ein Kind bekommen habe, dass ich mir auch wirklich die Zeit nehme, was in heutiger Zeit überhaupt nicht mehr üblich ist. Mhm, finde mhm. ich sehr, sehr schade. Denn da entsteht eine sehr wertvolle Verbindung mit dem Kind, die mir als Mutter sehr, sehr wichtig ist. Und es ist im Endergebnis, merkt man dann an dem Kind, was man dem Kind alles geben kann und wie sich wie das Kind sich entfaltet und auch anders entfaltet als die anderen Kinder. Man merkt auch deutlich die Unterschiede. Ne? Die wachsen ganz stark aus sich heraus. Ne? Und also ich möchte diese Erfahrung, dieses Gefühl auch gar nicht missen. Auch diese sich komplett diesem Kind hinzugeben. Und das finde ich so schade in unserer Zeit, dass das so auf der Strecke bleibt, dadurch, dass man eben den Frau suggeriert, die muss in die männliche Rolle reingehen, sie muss ihren Beruf in erster Linie erfüllen oder auch mit Geld verdienen. Und da kommen wir auch dazu, dass die Männer dann auch aus sich herauswachsen und genießen, auch ihre Aufgabe zu übernehmen, das Geld verdienen. Und das schafft so ein Gesamtpaket der Familie, harmonische Familie. Mhm. Mhm. Also das kriege ich insofern bestätigt von meinem Kind,
wenn sie in anderen Familien zu Besuch ist und kommt und dann sagt, also für mich ist das die größte Bestätigung und das größte Genugtuung, zu sagen, Mama und Papa, ich bin froh, dass ich euch als Eltern habe. Und das, glaube ich, ist jetzt nicht, weil man selber so gut ist oder so, sondern weil man das eben, dieses Familienleben explizit als solches gelebt hat, ne? Und diese Werte. Und ich, ja, okay, natürlich ist es ein Stück sich aufgeben in diesem Moment, aber man kriegt ja auch was zurück. Und ich kann nur sagen von mir aus, man bleibt beruflich nicht auf der Strecke. Ich habe mich da dadurch andere Blickwinkel bekommen, habe mich trotz des Familie entwickeln können, parallel noch in einem anderen Berufszweig und erlebe und habe quasi dadurch auch meine Berufung dann endlich mal gefunden, mhm. in der ich jetzt bin. Ne? Ja. Das ist genau der Punkt, also dass wir jetzt hier als Lebensexperte jetzt so zusammensitzen, das heißt, jeder ist ja schon in seinem Leben ein Experte, hat ja schon sehr viele Versuche und Irrtum, ja, und also rausgefunden, also allein schon durch dieses ja, Versuch und Irrtum, was funktioniert, was nicht funktioniert, ja, so, und natürlich jetzt also durch das Wissen, was wir hier generieren, dann eine Optimierung stattfindet und auch Verständnisse und also dann auch irgendwo Bestätigung oder umgekehrt, also jawohl, jetzt weiß ich, warum es hier noch nicht flutscht. So, und genau da wollte ich jetzt aus dem Blickwinkel, als du in deinem Leben, als die Expertin, also jetzt hast du gut wunderbar beschrieben, wie das jetzt deine Mutterrolle war und du hast also, ja, wir dürften jetzt halt gerade an diesem Wochenende also sozusagen dein Kind, deine Tochter genießen, ja, also und ja, also nur für dich, also von außen, also ja, die Vivian, also die Tochter, also die spielt jetzt, also die ist also Musikerin, ja, und ja, die spielt Harfe und dieses also ja, also wenn du so ein junges Geschöpf siehst, ja, und dann also durch dieses kleine zierliche Mädel, ja, jetzt solche Klänge hier im Raum entstehen, ja, und allein nur durch die ersten Töne schon bumm, hast du schon eine Gänsehaut und der ganze Körper, also ja, du kriegst es mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Wesen mit, also was da jetzt so, und du spürst diese dieses Gefühl, was sie jetzt durch die Musik zum Ausdruck bringt, ja, das ist ja also sehr fantastisch, also muss ich sagen, also danke, also ja, dass du das jetzt in diese Welt getragen hast, nur ist so, ja, weil also ich weiß, was dahinter steckt, also ja, ich habe diesen Weg Vater auch gegangen, also ich weiß, was da für Aufgaben sind und den wir uns begegnen und dann ist es ja wirklich also gigantisch, ja, so. Gigantisch. Und dann dieses Resultat, ja, wo du dann sagst, jawohl, ich sitze jetzt da und ich jetzt als Mutter oder ja, ich weiß jetzt als Vater sitzt du da, wenn dein Kind so macht und du siehst es ist ein zufriedenes genau, so. Gefühl. Genau, und tust das jetzt so, also so, weißt du, genießen, ja, und sagst, jawohl, also die Rechnung ist aufgegangen. Ja, Es hat sich gelohnt, ja, also das ist so, also fantastisch. Und ja, wir kriegen ja auch sehr viel zurück dadurch. Ja, ne? Das ist ja, wenn man in die Harmonie reinkommt, dass die Kinder irgendwie das Eltern noch als Vorbild sehen, aber nicht unterm Zwang, sondern unterm dass sie merken, dass man das aus ganzem Herzen gemacht hat, aus der Liebe. Natürlich auch Verantwortung, die gehört ja auch dazu. Ne? Also das ist dann schon ein schönes Gefühl, wenn man diese Momente dann hat. Ja? Das merkt man auch. Also ich habe es jetzt auch schon zwei, dreimal eben kennenlernen, sehen dürfen hier auf den Seminaren. Und das ist wirklich, also am Anfang dachte ich mir so, oh, junges Mädel, also erstmal gleich Klischee, was macht die jetzt hier? Ne, so. Aber dann, wenn man es erstmal mit ihr spricht, denkt man sich, oh, Respekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und da merkt man eben genau das, was du erzählt hast. Also jetzt nicht einfach nur ich, jetzt, wo ich auch die Geschichte nicht kenne und die Hintergründe nicht kenne, aber ich kann das auch nur bestätigen, so das erste Kennenlernen war so Respekt vor der jungen Frau. Also da ist auch, wie sie Harfe spielt, ich meine, das ist, weiß nicht, 13 Jahre, glaube ich, oder irgendwie sowas, hat sie da Erfahrung oder sowas? Ja, sie hat mit 6 angefangen. Ja, genau. Und das Interessante dabei, wie sie dazu gekommen ist. Ne? Also das ist ja auch dieses Stück Beziehung, also das Kinder sein lassen. Ne? Die ist ja sie hat so ein Musikkarussell gemacht an der Musikschule, wo sie verschiedene Instrumente kennengelernt haben. Und
Ich war dann gerade an diesem Teil, wo Pfeife vorgestellt wurde, nicht dabei. Für mich war dieses Instrument gar nicht präsent. Ne? Und dann kommt sie nach Hause, so ein kleines, so gestandenes Etwas, ne? Und sagt, ja, ich spiele Pfeife. Und wir gleich mit meinem Mann, wie? Und dann, was ist das? Was ist das? Ja, wie? Gleich, ne? Und so, und dann gehst du dann und sagst, ja, wir fangen erstmal mit Flöte an. Also das ist, da merkt man diese Programme, die da sind, wir fangen erstmal an mit etwas. Und dann ich hatte sehr viel Glück im Leben, immer an die richtigen Menschen zu geraten, die mir zum richtigen Zeitpunkt das richtige Impuls gegeben haben, genau, das richtige Wort. Und da hat mir jemand dann auch erklärt und gezeigt, ne, dass es wichtig ist, dass man das Kind dieses Instrument mal spielen lässt, was es ihm liegt. Ne? Wenn man irgendetwas Falsches den Kindern aufs Auge drückt, dann wird das nichts. Dann machst du die ganze Musik kaputt. Machst du alles kaputt eher. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, als wir es geschluckt haben, dann ging es so los und dann merkte, was das für eine Verbindung ist. Ne? Wie es wichtig ist, auch mal in die Kinder hier reinzuspüren, was ihnen liegt und die dann an der richtigen Stelle zu fördern. Und natürlich muss da auch konsequent das Elternteil sein an bestimmten Stellen, ne? Aber dieses Spiel, Gleichbalance zu haben zwischen das Richtige zu spüren, inwiefern pushe ich es und also ist es wichtig und wo muss ich loslassen, damit das noch sein Ich finden kann, sich selber finden kann. Ne? Und das ist auch sehr, sehr spannende Erfahrung für uns selber. Ich habe mit meinem Kind, bin mit meinem Kind gewachsen. Ich bin in die Musik reingewachsen. Also ich denke, das, was du jetzt gerade sagst, das ist also essentiell, ja. Weil, sagen wir, gerade wenn man das über dieses Kind-Eltern jetzt, also dieses Modell jetzt darstellt, das ist sehr häufig, also man muss sich veropfern, ja, also ja. Das heißt also, ich als Erwachsener gebe mich sozusagen hin, ja, und gehe zugunsten jetzt der Kinder. Also, und das ist jetzt auch das Bild, was ich jetzt also bekommen habe, und so habe ich dieses auch dann gesehen, also so jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, und du hast jetzt gerade genau das jetzt formuliert, ja, also, dass du tust ja mit den Kindern wachsen. Und das ist das, was wir, wie soll ich sagen, das hat man uns geklaut als Betrachtungsweise, dass genau du das bekommst ist. Die Möglichkeit, durch die Kinder Erfahrungen zu machen, an die du sonst nirgendwo rankommst. Ja. Also du kriegst sie nicht gekauft, du kannst nicht sie in den Seminaren holen, du kannst nicht das jetzt aus den Büchern rauslesen, weil das sind Erfahrungen, die sind einzigartig und du wächst aus diesen Erfahrungen, weil diese kleinen Geschöpfe, die jetzt reinkommen, das sind ja also Welten für sich. Das ist wie wenn du also in andere Welten eintauchst, ja, und ein Teilhaber, also ein Teilnahme, nicht Teilhaber, also Teilnahme an diesen Welten bist, ja, also ist ja also mega fantastisch. Und also, ja, wie gesagt, ich bin an vielen Dingen vorbeigeschossen, weil also gerade durch diese Programme und versuchst jetzt so zu machen, A, wie die Eltern es gemacht haben, B, wie jetzt also das Umfeld dir das signalisiert und C, bist du dann mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, ja, Geld verdienen, Job, das und zähl und jenes, hast du hier noch nicht Klarheit und jetzt hast du noch, also wie soll man, sagt man so schön, also den Bengel am Hals, ja, so, das sind jetzt solche Modelle, also in die wir dann reinkommen und schießen dann an diesen, also an diesen wunderbaren Erkenntnissen oder wie soll ich sagen, Quellen, ja, schießen wir vorbei, nehmen wir sie nicht wahr. Also ich würd wirklich sagen, wir brauchen heute einen Elternbildungskurs, also bevor man Eltern wird, ja, dass man zuerst mal so eine Art Instruktion bekommt, also auf was sollte man achten, also nicht jetzt, was ist richtig, was falsch, absolut nicht, es gibt kein richtig und falsch, das ist so, aber auf was sollte man achten und selber dann, wenn du das achtest, selber rausfinden, was ist dir wert, was ist dir wichtig, weil wenn man dir das nicht sagt, dann achtest du nicht drauf, dann gehst du an dem vorbei, aber so hast du die Möglichkeit, doch das jetzt in Betrachtung zu ziehen und selber rauszufinden, ja, ist es vielleicht
vielleicht doch, also dass das Kind hier etwas mir zeigt, was ich selber in mir drin nicht sehe und oder noch nicht kenne. Ja, also, ja, danke für diesen Blickwinkel, wie ich schon gesagt habe. Ja, also das ist genau diese Türspalt, in die man reinschauen kann und dort jetzt hat also diese wundervolle Geheimnisse des Lebens entdeckt. Ja. Und das klingt fast so, jetzt wo ich dir einfach zugehört habe, habe ich mich an sehr viele Inhalte erinnert, die auch auf dem Seminar sozusagen angeboten werden. Also das war ja, was du jetzt berichtet hast, war ja auch schon, bevor du die Seminare entdeckt hast und bevor du besucht hast. Und mir geht es oft so, dass auch ich in meinem Leben immer Sachen finde, wo mir schon irgendwas gut lief und dann hier kriege ich dann die Erklärung. Und das klang jetzt eben so, ein paar Sachen dachte mir, ach, das hast du ja eigentlich instinktiv schon. Ja, das war instinktiv, wenn man in diese sich, wenn man dieses Kopfmuster ablegt, ne, diese Programme, die da laufen und einfach sich auf sein Bauchgefühl verlässt und einfach es im Leben annimmt, ne, dann mag man schon vieles instinktiv richtig. Und das Wunderbare an diesen Seminaren, dann kriegt man das noch praktisch, diese Erfahrung. Also du verstehst das dann, warum du das so gemacht hast. Ne? Ja, du erfährst dann noch, du erfährst das dann auch. Ne? Und ja, also es ist ein, Vian ist ja bei den Seminaren auch mit dabei. Ist ja auch interessant, dann aus ihrem Winkel das Ganze zu sehen. Ich finde das auch sehr schön, auch im Umtausch. Es ist natürlich, sind wir Mutter und Tochter und da gibt es immer irgendwelche Spannungen. Zwei Weibchen zwei, in einem ja, Revier, und dann auch so zwei starke Persönlichkeiten. Ja, ja, also, das ist ja dann immer da merkt man schon, was da an Energien aneinander. Aber das ist also aufeinanderprall. Aber es ist eine auch wunderbare Erfahrung, auch mal sich selber das Ganze wahrzunehmen, ne? Und dann auch in dieses weibliche Gefühl reinzugehen, wie viel wir dann auch machen können, auch was sie mir dann so vermittelt von ihrer Sichtweise als Kind, ne? Oder als Jugendliche jetzt. Ne? Und ja, also die guckt ja auch so wie auf uns, auf die, wie als Familie so von der Seite. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir ihr beibringen können oder zeigen können als Mann und Frau, ne? Dass es dann auch Spannungen geben darf und dass man das auch lernen kann, damit umzugehen. Und dass es wichtig ist, dass man das nicht immer alles als endgültig und zerstörerisch sieht, sondern als einen Entwicklungsschritt. Ne? Ja, sobald es einem bewusst ist, kann man es ja ganz anders bewerten und ganz anders beobachten und sehen. Also vorher, wenn das nicht bewusst ist, dann ist es einfach nur eine Spannung, die sich unkontrolliert ausbreiten kann und dann sehr destruktiv wirkt. Ja, dann hast du's. Aber sobald beide wissen oder auch nur einer weiß, ist es ein ganz anderes. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dieses was wir jetzt hier in der Gewerkakademie sammeln, also dann hast du ganz andere Betrachtungsweise. Ne? Das hatten wir heute gerade beim Frühstück nochmal gehabt. Ne? In einer Austauschrunde, wie das so Familienprogramme laufen, ne? Und wie da jetzt Komplikationen da oder Baustellen dann in der Familie oder Tragödien sich abspielen. Und im Prinzip muss man sich dessen nur bewusst werden, dass jeder nur sein Mikrokosmos hat und sein Programm. Und das hat eigentlich nichts mit einem selber zu tun. Ne? Und dann plötzlich sind wir aus diesem, dann verstehen wir den anderen und gut ist es. Ne? Ja, und dann brauchst du gar nicht in die Konfrontation gehen, sondern diesen Moment nur zur Kenntnis nehmen. Genau. Richtig. Und das ist das, was das Leben dann entspannter macht und also so schön. Ne? Also und da kann ich mir vorstellen, da würde ich jetzt gerne mal fragen, weil ich glaube, das ist, was ich vorhin meinte, dass auch als Frau, wenn man dann eben Kontakt mit dieser weiblichen Quelle hat und so weiter, dass man sich dann eben auch besser verstehen lernt und dann eben der ähnliche Effekt eintritt, wie jetzt zum Beispiel in der Familie eintritt, dass man sich selber besser kennenlernt, besser versteht und dann auch da wieder eine Entspannung kommt, weil man weiß, aha, wenn das und das jetzt in meinem Körper passiert, aha, so jetzt bin ich so und so drauf, dann hat man ein größeres Verständnis für sich selber und dann wird es intern auch wieder entspannter, kann ich mir vorstellen. In sich selber ja auch. Ne? Ja. Also wir haben ja, der Vorteil ist, dass wir ja in unsere
weibliche Welle an unsere Urquelle, an unser, dieses Urwissen uns anknüpfen können, können wir als Frauen dann das auch gerade sehr wichtig in der Familie für die Kindererziehung sehr viel draus schöpfen. Also wir, wenn wir die, also das gelernt haben und wissen, wie wir uns an der Ursprungsquelle anschließen, können, holen wir ja da intuitiv auch das Wissen heraus, wie wir richtig mit den Kindern umgehen, wie wir in welcher Situation, wie wir richtig handeln, ne? Wie wir sie auch schützen, richtig, ne? Das ist ja auch, solange sie klein sind, auch wichtig, wie wir loslassen können, ne? Also dass wir dieses Urvertrauen auch in uns dann entdecken, auch die im, also in bestimmten Momenten auch loslassen zu können, denen auch dieses Vertrauen auszusprechen, dass sie es auch schaffen, was du auch gestern erzählt hast, ne? Das ist, die wachsen ja daran und es ist ein, wichtig auch, wir trauen unseren Kindern viel zu wenig zu hier. Jetzt in westliche Welt ist mir aufgefallen, das ist, wird, man, es ist irgendwie so ein Glauben entstanden oder irgendwie, dass wir müssen sie wirklich in einen Kokon packen und müssen die nur die ganze Zeit nur beschützen und merken gar nicht, dass wir da die eigentlich in ihren Entwicklungswegen komplett abschneiden, ne? Ja, also mega, mega wichtige Erkenntnisse, also die, die ich jetzt da gerade höre. Ja, also meistens und meistens macht man das nicht mal für die Kinder. Meist, da, das, für, ist, das ist sehr gut, dass du das jetzt da anguckst. Das ist der Witz dabei. Man macht es gar nicht mal, dass es kindsicher ist, sondern weil man selber die Unsicherheit hat. Und das ist die Erfahrung, die ich über Jahre also dann gemerkt habe oder fühlen durfte oder mich da dann irgendwann mal verstanden oder besser gesagt verstanden wahrscheinlich habe. Dass wie viel machst du dann eben aus dem Programm der Erziehung, die man reingelegt worden ist, ne? Und dann wie viel machst du dann, weil du es für richtig hältst, ne? Und das ist, was man hier jetzt in der Gewählakademie, als man das gelernt hat, ne? So, oder was heißt gelernt, erfahren hat man, das ist ja das in erster Linie, diese, durch die praktische Übung, die Erfahrungen, die wir, dieses in Fühlen kommen, wenn wir das einmal fühlen, merkt man, aha, da bist du ja, wie viel hast du da eigentlich von dir aus das Ganze gemacht und wo da noch Entwicklungspotenzial ist, das loszulassen. Das ist jetzt, was ich vorher meinte, spannend, dieses Moment, wo wir beide hier sind, meine Tochter und ich, und dann uns dann unsere eigenen Baustellen immer so ein bisschen vorführen. Ich kann mich sogar noch an einen Moment erinnern. Entwickeln. Ja, ja. Also das habt ihr auch hier wahrscheinlich in den Pausen das, immer wieder kriegt. Nee, auch während des Seminars, wo dann irgendwie, da war zwischen euch so eine kleine Sache, und dann hat deine Tochter dann wirklich sehr kompetent und direkt hat auch eine Frage gestellt. Und dann dachte ich, oh, jetzt wird es noch spannend. Aber es war da alles gut, ne? Aber ich fand das toll, dass sie da auch einfach so, das meinte ich eben, also sie ist sehr, ein sehr heller Kopf und sehr präsent und hat da einfach auch sehr klar in ihrer Kommunikation. Und das hat mich eben überrascht, weil sie, also man selber hat einfach so, ich hatte jetzt einfach so das Vorurteil, ne, gleich bewertet, junges, zierliches Mädchen oder junge Frau, ja gut, so. Und dann war das eben überraschend, wie klar, wie direkt, wie präsent die einfach ist. Und das wiederum hat ja auch damit zu tun, dass du den Raum ermöglicht hast, dass es sich überhaupt so entwickeln kann. Das ja, also merkt man eben auch in der Praxis auf dem Seminar, wenn da so eine Frage vorne kommt, dann denkt man so, oh, klar. Also eben zu spüren, nicht mit den Trends zu laufen, ja. Sondern genau, also die war zum Beispiel so ein Beispiel, damit man das so vor Augen führt. Ihr Thema war immer schon so Sprache, sprachlicher Ausdruck, und Geisteswissenschaftler sind heutzutage in der Schule überhaupt nicht mehr so gefragt, ne? Da ist es Naturwissenschaften und Mathematik. Und dann haben wir halt auch in Kauf genommen, Schule zu wechseln, kurz vor einem Abi, damit sie eben auf diesem Gebiet sich auch entfalten kann. Und die hat dann auch das Glück, da merkt man, wie Intuition dann richtig auch funktioniert, ne? Dann hat sie dann auch das Glück gehabt, ne, also richtig gute Lehrer zu bekommen. Also die hat jetzt in der Psychologie Kenntnisse, ne, die, wo ich sage, da habe ich Jahre dafür gebraucht, was ich mir angelesen habe. Und dann hat sie auch dieses, so einen wahnsinnig guten Deutschlehrer gehabt, der so total in der Thematik drin war und hat so eine sprachliche Entwicklung gemacht. Ne? Also die genießt das alles auch. Ne? Und es ist auch gut, gerade wenn man Musiker ist und so, dass man auch nicht zu fokussiert auf eine Sache ist, dass man dann verschiedene Möglichkeiten gibt, weil das macht ja das Leben auch viel spannender. Ne?
Und ja, das ist also diese angstfrei an diese Sachen ranzugehen, ohne diese Dogmen, das finde ich wichtig. Also das möchte ich an die Außenwelt transportieren. Ne? Es wird jedes Kind aufblühen und jeder wird sich nach entwickeln, wenn man ihm diesen Freiraum lässt. Ne? Und dann guckt und dann nicht unbedingt nach diesen Dogmen handelt, die uns auch in der Außenwelt so an uns herangetragen werden. Ne? Und das findet sich immer ein Weg. Ne? Das ist das ist ja alles da. Ja, das ist nicht so, dass man uns jetzt, also wie wir sagen, ja, also wir haben es heute nicht mehr, wir haben es heute nicht, wir haben alles da. Das ist alles da. Also auch, wenn man es jetzt einfach aus dem Nähkästchen beschreibt, ja, die Egregoren, die alte Egregoren, in denen jetzt diese Programme liegen, die existieren hier nach wie vor. Mhm. Wir sind nur bloß jetzt sozusagen, wie es damals bei den Telefonistinnen, ja, wo man die noch die Stöpsel gezogen hat, wir sind jetzt bloß nur in diese Stöpsel, also connected. Ja? Ja. Und deswegen ziehen wir jetzt also das Wissen aus diesen Egregoren, aus diesen künstlichen Maschinen, die jetzt speziell dafür geschaffen wurden, um uns also in diese künstliche Welt ein bisschen zu treiben. Aber die lebendige Welt, die ist ja nach wie vor da, die ist ja nicht jetzt weg. Das ist ja nur bloß innen drin, also einfach, ich wähle, in welches Stöpsel gehe ich rein. Ja, gehe ich da rein oder gehe ich da rein? Ich muss nur bloß bereit sein, in mir drin das A zu erkennen und dann zu entscheiden, ich schalte jetzt in einen anderen Stöpsel um. So, natürlich ist jetzt, das aus meiner Sicht ist leicht gesagt, ja, also wie es jetzt getan wird, ja, weil getan hast, hast du ja Wirrwarr im Kopf, Gedanken und ja, also diesen ganze Gemeinderatssitzung da drin, ja, so wo Stimmen, die dir daran quatschen und ja und richtig, falsch und das und zähl und jenes und dann zu sehr gefangen in diesen heutigen Ängsten und Sorgen und allem Möglichen, ja. Aber nichtdestotrotz sieht man jetzt gerade durch deine Schilderung, also durch deinen Werdegang, ja, wie es geht. Es geht. Es funktioniert, es ist da. Es ist nur bloß die innere Wahl. Ja? Ich wähle das oder wähle das. Ja? Ich wähle entweder diesen emanzipierten Weg gehen und du meine Konstitution, also die mir jetzt, also im Prinzip, den Körper hast du ja nicht selber gebaut, also den hast du bekommen. Das ist ja die Gabe. Also, sehr viele Menschen suchen nach den Gaben, nach den Fähigkeiten. Und eine der größten Gaben, die wir jetzt haben, das ist uns gegeben wurde, der Körper. Ja? Also das heißt, du darfst in diesem wunderbaren Körper unterwegs sein. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Also ja, der tut ja wirklich also den kleinsten Gedankenfunken verstärken bis in eine Handlung, dass jetzt einer nur eine Schnapsidee hat oder Gedankenfunken hat, jetzt eine Brücke über den Ozean zu bauen. Ja? Und irgendwann ist diese Brücke da. Wenn man dann denkt, das hat ja einer erstmal ursprünglich sich bloß, ja, warum nicht, ja, so, und plötzlich also in China, also 60 Kilometer lange Brücke, weil, ja, wer hat diese Brücke also in Gedanken erzeugt, jetzt die Partei, nein, nicht die Partei, Gregor, nein, nicht der Gregor, das hat irgendeiner zunächst mal im Kopf, also sozusagen diesen Funken erzeugt und dann ist es wie eine Kettenreaktion, also zu so einem Bauwerk geworden, ja, so und so weiter und so weiter. Alles, was wir Menschheit jetzt hier heute berühren, anfassen, existiert, das war ursprünglich nur bloß so, wer macht das? Das ist der Körper, ja, Körper, in dem jetzt der Geist, die Seele, also wohnt, ja, so, und dieser Körper, also das ist also dieses Wunderwerk, ja, und jetzt hat man ein Wunderwerk gegeben, einen männlichen Körper oder einen weiblichen Körper. Ein weiblicher Körper ist ja, ist ein Wunderwerk, was er machen kann, er bringt Leben hervor, ja, so, und dann hergehen und dieses Wunderwerk, aufgrund dessen, dass jetzt ein paar, möchten gerne herausfinden, ob es jetzt nicht anders, also Gott spielen wollen und wollen jetzt also die Welt verändern, ja, und dann diesen Mogelpackung kaufen und jetzt diesem Trend zu folgen und jetzt den eigenen Körper mehr oder weniger verraten, ja, sozusagen, nee, will ich nicht haben, ich will jetzt Mann sein, ja, oder umgekehrt, ich will jetzt also im männlichen Körper, ich will jetzt Weib sein, nur, ja, und das nachher noch sagen, dass das gesund ist, ja, und dann auch noch sagen, dass das also normal ist und das noch auch als Normalitäten noch um drauf stülpern. Ich meine, die das jetzt versuchen, na gut, also viel Spaß dabei, aber die das annehmen, an die will ich jetzt diesen Appell senden, ja, die das annehmen, die das Spiel annehmen, also nun,
das ist auch wieder die Frage. Klar, natürlich, die Wahl, also der Wille ist unantastbar, alles gut. Wenn du willst jetzt dieses Experiment in diesem Leben durchleben, aus einem Körper also was anderes zu machen und dann die Erfahrung machen, wie ist es jetzt, jetzt habe ich das Wunderwerk bekommen und ich tue dieses Wunderwerk jetzt also, sozusagen verdrehen, also kann man ja heute also OP-technisch alles machen, also die Technologien sind da, kein Problem. Nur ist das der Sinn des Lebens? Also ich weiß es nicht. Ja. Kann jeder das wahrscheinlich selber, aber ich fände es spannend, sich für dieses Wunderwerk eine Bedienungsanleitung zu holen, die wir nicht mitbekommen haben. Genau. Das ist das, so. was mich interessiert gerade. Mega, was du jetzt gesagt hast. Ich denke, das ist ja schlussendlich ja auch der Knackpunkt. Hm. Weil wenn man dem Menschen jetzt im Moment noch nicht dieses, also was er schon hat, also dazu jetzt den Bezug geschaffen hat, ja, dass er die Beziehung zu sich aufgebaut hat. Und dann, natürlich kann man eben jetzt also diese Mogelpackung verkaufen. Ja. Ja? So, aber wenn man den Bezug zu sich gefunden hat und dieses Wundervolle entdeckt hat, was man ist, ja, also entdeckt, aufgemacht hat und fängt es an wirklich, so sagen wir, bedienungsgemäß zu nutzen, dass es jetzt funktioniert und nicht kaputt geht. Ja? Ja, so. Oder auch in der Interaktion. Also, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht nachempfinden, was die weibliche Wille ist und so weiter und so fort. Aber ich kann halt auch wieder, wie du eingangs gesagt hast, ich krieg's ja mit, wenn man auf dem Seminar ist. Also, was ich dann, die Männer gehen kurz zu Viktor und kriegen quasi da die Konfiguration die Frauen sind dann bei deiner Frau und dann trifft man sich nachher wieder und auf einmal sind da andere Menschen. Also es kommen andere Männer rein, es kommen da Männer rein und da sind Frauen vorhanden, vorher nicht da waren. Man hat das Verständnis durch das Wissenvermittlung, was Mann ist, was seine Aufgabe nicht nur, ist. Nicht nur das Verständnis, sondern auch das, so weißt du, vorher die Ausstrahlung ist eine andere. Ganz andere. Also es macht ja, also dieses bewusst wahrnehmen, das ist so, weil ich glaube, die Programme, die draußen, die haben uns schon so beeinflusst, dass wir so von dem Ursprung von uns selber entfernt haben. Wir kommen gar nicht zu diesem Anschluss zurück. Und das hier wird hier quasi nochmal einfach. Es ist nichts anderes, als dass wir daran erinnert werden. Genau. Ne? Die Aufmerksamkeit. Und dann kommen wir in unsere Aufgabe, also in unsere gefühlte Ursprungsaufgabe, und dann ist alles gut. Dann darf Mann Mann sein und dann darf Frau Frau sein. Und dann hören diese Konkurrenzspielchen auf. Ne? Weil sonst, weißt du, musst jetzt Geschirr waschen und sowas und Wäsche waschen, ne? Und ich muss jetzt Geld verdienen und so. Es ist alles gut und man kann beides auch machen. Ne? Aber man muss jetzt nicht dann anfangen, nur dann das eine, also wo wir uns hin entwickeln in unserer Gesellschaft, was ich wahrnehme, also dass die Männer komplett, dass man von Männern verlangt, die Rolle der Frau zu übernehmen und von den Frauen, Frauen glauben, die Rollen des Mannes übernehmen zu müssen. Das ist ja das, was in unsere Köpfe gesetzt wird. Und das weil es nicht in Resonanz mit der Natur ist, ne, kann es gar nicht gut gehen. Ne? Aber das wird ja auch berührt. Also wird erstmal die Aufmerksamkeit aufgerichtet auf die Bedienungsanleitung oder erstmal auf sich selber. Und dann geht mir genau diese Sachen, über die du gerade gesprochen hast, ja durch. Also das heißt, man sitzt sich in der Partnerübung gegenüber. Was ich, Mann-Mann, Mann-Frau, wird alles an dem Seminar irgendwann mal drankommen. Und dann geht man eben in diese ganzen Konfigurationen. Dann ist es okay, bewusst jetzt mal unter Laborbedingungen. Okay, jetzt geht der Mann in seine weibliche Konfiguration und die Frau in ihre männliche Konfiguration. Und dann schaut man sich einfach an und denkt sich, beide denken sich, schmeckt nicht. Schmeckt nicht. So, dann okay, jetzt geht beide in die weibliche Konfiguration. Schmeckt nicht. So, und dann erst der Moment, wenn du vor allen Dingen in der Partnerübung, wenn Mann und Frau sich gegenüber sitzen und dann der Mann geht in seine männliche Konfiguration, die Frau geht in ihre weibliche Konfiguration. Und dann denkst du auf einmal. Ja, es ist irgendetwas gelöst, irgendein Freiraum. Schön. Ja. So. Und das ist ja das, was man, das meinte ich mit dem Erlebnis, was man hier dann einfach erfährt. Und dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Alltag, weil man dann auf einmal anfängt, die ganze Welt anders zu sehen, sich anders zu sehen, die Beziehungen anders zu sehen, alles einfach anders wahrzunehmen. Aus dieser kleinen Erfahrung heraus, also kleinen, wertvollen Erfahrungen. Genau, aus dieser kleinen Erfahrung heraus, ne, sieht das, man plötzlich, weißt du, die ganze Welt. Ich bin jetzt drauf gekommen, weil wenn man jetzt drüber spricht, ja, der Mann soll jetzt nicht Wäsche waschen und die Frau, das ist alles so, das sind alles so Worte und Klischees und nicht konkret, aber ich finde diese Erfahrung so toll. Wie ist es wirklich, in dieser männlichen Konfiguration zu sein? Wie ist es wirklich, in der weiblichen Konfiguration zu sein? Und dann wird das, über das, was wir sprechen, alles klar, weil dann
hat man erlebt, wovon wir jetzt weißt gerade versuchen. Du, was ich hier sage, das Faszinierende dabei, ne, dass es in den Familien, wo die Frau ihre Frauenrolle hat und der Mann ihre männliche Rolle hat, gar kein Thema ist, erstaunlicherweise. Da macht man gerne, steht und macht Geschirr oder sowas, vielleicht mit der Wäsche nicht immer so hundertprozentig, aber der hängt sie auf. Ne? Und da funktioniert das. Ne? Da wird man auch gemeinsam Bad geputzt und so. Das ist eigentlich gar kein Thema. Ne? Ja, also das schlussendlich, tatsächlich, also es liegt nicht an den Tätigkeiten, die da jetzt also berührt werden. Ja? Ich finde gut sogar, wenn einer weiß, was der andere was tut, der andere damit tut, er auch wiederum die Erfahrung hat. Ja? Wie fühlt sich das an? Also es ist nicht jetzt, das geht nicht um die Tätigkeit. Es geht ja schlussendlich darum, weil wir die Elektrizität ja falsch nutzen. Also das heißt, wir fangen an, also Elektrizitäten zu produzieren, Energien zu produzieren, die schlussendlich dann sich so auswirken, dass sie a. dem anderen wehtun und b. mir selber schaden. Ja. Das ist das, wo der Ursprung ist. Und dann suchen wir nach diesem Glück, also ja, oder besser gesagt nach diesem guten Gefühl. Also wir wollen ja, gemeinsam wollen wir was? Wollen wir gemeinsam Wäsche waschen oder Geschirr machen? Also so, was wollen wir ja? Wir wollen ja gemeinsam also einen Raum schaffen, in dem wir uns gemeinsam wohlfühlen. Also das ist ja eigentlich also im Kerngedanke, warum kommen die zwei überhaupt zusammen? Ja? So, die wollen ja gemeinsam also diese schönen Momente also produzieren, weil nur, wenn zwei Männer zusammenkommen, die können auch schöne Momente produzieren, indem sie jetzt irgendein inhaltliches Gespräch führen, ja, oder gemeinsame Themen jetzt also analysieren und so weiter. Also entsteht auch so ein Moment, wo man sagt, also das, was man dann als Freundschaft nennt und so weiter, ja, wo du sagst, also ich muss jetzt meinen Freund besuchen. Warum? Na, weil es fühlt sich gut an, wenn ich mit ihm jetzt, weiß ich nicht, ja, da jetzt eine Gesprächsrunde bin. Ich will jetzt nicht solche Werbung machen wie Zigarre rauchen oder so, aber ja, also, ja. Sondern warum finden sich die zwei? Ja? Und warum gerade die zwei? Warum geht man nicht zu irgendeinem Mann, sondern geht man zu dem Freundmann? Ja? Weil das also miteinander, also entsteht eine gemeinsame Chemie, also ein gemeinsames also Energiecocktail und dann fühlt man sich gut. Und das ist das ja, was Mann und Frau ja noch anders also produzieren, diese Elektrizität. Und da fühlt man sich gut. Und also da ist der Augenmerk nicht, wie produzieren wir dieses Gut, ja, wo wir uns beide gut fühlen, sondern der Augenmerk ist heute gelegt, was macht wer, welche Tätigkeiten und reduziert. Deswegen habe ich das ja nochmal erwähnt mit der Erfahrung. Ja, ja. Nee, super. Also ja, was ich jetzt noch, was mir also noch die Frage ist, also nachdem du jetzt die Erfahrung hast, also mit der Quelle, also jetzt also zu eins zu sein, aus der Quelle heraus jetzt auch zu leben, so. Du hast jetzt beschrieben die Situation in der Familie, so, aber du hast ja auch ein geschäftliches Leben, also du bist ja in deinem Geschäftsbereich, ja, weil ich denke, so ein oder anderer sagt ja gut, okay, also Familie, ja, aber ich bin jetzt im anderen Feld unterwegs, ja, ich bin jetzt als Frau allein, also, und ich habe hier mein Geschäft, ich muss jetzt hier geschäftliche Ziele etc. pp. Und du hast ja auch also eigenes Geschäft. Wie ist es jetzt im Geschäftsleben? Also siehst du dort also gewisse Veränderungen, also siehst du dort? Also bezogen auf die Außenwelt habe ich auch festgestellt, dass man in, auch mit den Männern dadurch auch in bessere Harmonie reinkommt. Also es ist jetzt nicht, ich glaube, das ist das, worauf du hinaus möchtest. Ich will nur einfach wissen, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Ja. Also wie ja, viel, was hat sich, also hat sich was verändert in deinem Geschäfts, in deiner Arbeitswelt, in deiner Tätigkeit? Ist sie anders? Also, ich habe noch nie so bewusst darüber nachgedacht, aber wo du jetzt fragst, na ja, also das stimmt. Also es geht einfach, die hören besser zu. Man kommt in besseren Austausch. Das ist mir jetzt, wo du gefragt hast, wo ich jetzt bewusst nachdenke, ja. Also es gibt, man fühlt, also wenn man in Form der Energie, das Energiefühlen, wo wir jetzt inzwischen drin sind, dann ist es, du merkst keinen Widerstand mehr, ne? Das heißt, nur vielleicht noch ein Einblick dazu, was ist dein beruflich, was machst du beruflich? Ich habe ganzheitliche Ernährungspraxis und stelle jetzt um auf Bewusstseinscoaching. Ne? Aha. Also das heißt also, nur kann man sagen, das ist jetzt was, therapeutisch, beraten? Therapeutisch. Also, Praxis, ja, therapeutisch. Ja. Und dann, also zum Verständnis, du hast ja, also die Klienten sind wie weiblich, so auch männlich.
Eigentlich mehr weiblich und mit Kindern, weil ja. das kümmern sich Frauen meistens darum, das ist ihr Gebiet. Aber inzwischen führe ich auch zunehmend Gespräche auch mit den Männern. Und daraus resultiert jetzt diese Erkenntnis. Genau, mhm. und die sind einfach offener, weil man funktioniert einfach als Individuum, als ich, ne? Also da wird nicht als Frau gesehen. Also komischerweise habe ich ja gerade am Wochenende jetzt ein therapeutische Gespräche geführt, wo man mit einem Mann ganz offen das Thema Sex ansprechen konnte. Ich als Frau habe ich mir gedacht, würde ich früher hätte ich nie das gemacht, aber kann ich jetzt, ne? Also einfach ganz sachlich dieses Thema. Nun, fachlich, aus der fachlichen Sicht, ja. also was passiert da, welche Prozesse ja. etc. Ja. Das und heißt, da war keine Ablehnung oder irgendwie komisches Gefühl im Raum. Das war einfach so harmonisch, ja. einfach ja. So ja. offen. No, und man muss dazu sagen, das ist jetzt im Familienkonstrukt. Das heißt, also du bist jetzt also gerade, das will ich jetzt nur ergänzen, weil sonst heißt es jetzt, also einer fängt jetzt gleich, das heißt, du hast jetzt eine Familie, also ja, Mann, Frau, und du tust jetzt mit denen jetzt dementsprechend jetzt also diese Gespräche führen. Genau, meistens ist es einzeln. Ja, ja, natürlich, aber ich meine, ja. du genau. das Ziel ja. ist ja jetzt nicht jetzt, also eben dein Mann jetzt auf das Thema, das ist ja im Familienkonstrukt, musst du jetzt einfach auseinander dividieren, wo jetzt dementsprechend also die Schieflagen sind, und mit dem Einzelnen musst du dieses feststellen. Und das ist das, also ich wollte das nur klarstellen, nicht, dass man da jetzt hat, also nur jeder denkt ja im Gradsein ist versaut sein, ja, also dementsprechend, also wenn du dir solche Bilder schon kreiert hast und schon da dein innerer Kritiker, die jetzt hat, also ach ja, da geht es um das, also will ich gleich korrigieren, das Bild ist nicht korrekt, das kannst du löschen, also das ist das richtige Bild, ja, das ist das richtige Bild, also es geht wirklich um den ganzheitlichen Aspekt, also ja, weil ich habe gerade, also bin ja auch diesen Menschen begegnet, deswegen weiß ich so grob, also um welches Beispiel es ging gerade, ja, und es geht wirklich um, also in diesem Familienkonstrukt jetzt also wirklich jetzt wieder die Harmonie aufzubauen und dort also im Prinzip Wege aufzuzeigen, wo jetzt also es wieder der Strom fließt, ja, und nicht staut, ja, und keine Spannungen gibt, sondern umgekehrt also eine Entspannung und die Harmonie sich wieder entfalten kann. Dass man das richtig versteht und dass man das also die richtigen Bilder dazu produziert, zu dem, was hier gesagt wird. Ja, danke schön. Klasse. Die Zeit ist wie immer so, ja. Ich bin jetzt wirklich begeistert von dem, wie jetzt das Gespräch also sich entwickelt hat, ja. Und ich kann nur von mir sagen, danke schön für diesen Einblick in diese Welt, ja. Also aus der weiblichen Sicht in die weibliche Welt als Mutter, als Frau, ja. Und ich denke, wir haben jetzt wieder hier einige Momente geöffnet, die sehr, sehr wertvoll sind, also eine Werthaltigkeit haben, also um das Leben zu bereichern. Und wenn es dir so willkommen ist und dir das gefallen hat, also ja, dann bitte, also sage ich einfach, gib auch das Wissen weiter, weil, wie gesagt, wir müssen also solche Inhalte jetzt draußen in dieser Welt verbreiten. Es müssen andere Inhalte zusätzlich in der Welt sein, wie nur die jetzt da draußen rumgeistern. So, ja, und natürlich, wenn du dabei sein willst und willst noch mehr von uns Informationen bekommen und willst noch mehr also in diesen solchen Gesprächen dabei zu sein, dann kannst du unseren Kanal abonnieren und dann wirst du regelmäßig unsere neue Videos gleich erfahren und dann kannst du sie von ihnen, also sagen wir mal, die auch rechtzeitig wahrnehmen und von denen auch, hoffe ich, in deinem Leben vieles besser machen und dein Leben noch reichhaltiger, glücklicher, wertvoller gestalten. Am besten vorbeikommen und selber erfahren. Nicht nur Videos gucken, vorbeikommen, selber erfahren. Ja, so, natürlich, wenn du schon so weit bist, also freue mich, also dir zu begegnen, ja, und in diesem Sinne, ich danke dir, Marina, danke dir, Stefan, also für deine wirkliche Bereitschaft, immer hier dabei zu sein und diese wertvolle Einblicke und Fragen zu stellen, phänomenal, also du entwickelst dich auch sehr gut, finde ich klasse, und auch dir danke fürs Reinschauen und fürs Dabeisein in diesem Sinne, ja, tschüss, bis auf Wiedersehen.